So, und da sind wir auch schon direkt im nächsten Part. Ich habe direkt einmal einen Cut gemacht und den neuen Part gestartet. Sind jetzt bei Part 3, das heißt mindestens 3 kommen hiernach noch. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Feinsteller. Sind wieder die Jünger der Defias. Also realistisch ist das hier auf jeden Fall bis zum Zauberstab. Ist halt einfach echt realistisch. So, 2 brauchen wir noch. Kann man aber auch so ein Pech haben, ey. Inventar ist voll. Und noch eins. 2 Stück brauchen wir doch nur noch. Nein. Geiferzahn, Stufe 15. Versuchen wir's. No, auch nicht. Nun gut, wo uns immer mehr Loot gerade so flöten geht. Würde ich sagen, wir gehen jetzt zumindest einmal ins Lager zurück. Wir verkaufen ein bisschen was. Dann gehen wir jetzt einfach schon die ersten Quests ab. Wird ja sonst auch für euch langweilig, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit die letzten 2 oder die letzten 2 Dinger nachjagen. Wir wollen ja auch ein bisschen was anderes noch sehen. So die Jagd auf Schweinchen. Die wir sehen, die töten wir natürlich. Aber sind hier natürlich alle gespawnt, ne? Das lädt immer noch auf. Okay, eines fehlt uns nur noch. Oh Gott. Ein. Na, mal gucken. Also bis zum Start sind wir auf jeden Fall schon mal gekommen. Es sei denn, wir kriegen es jetzt direkt. Nein, wir haben es tatsächlich bekommen. Leute, was haben wir gerade für ein Dusel? Aber wir müssen trotzdem erst was verkaufen. Sonst passt halt nichts rein, wenn wir was kriegen sollten.
Jo, hallo Holzfäller. 29. Nicht schlecht. Wir haben geöffnet. Müssen wir natürlich aufpassen. Kupferrohr. Brocken-Eberfleisch braucht sie, glaube ich, nicht. Mögen eure Reisen sicher sein. Grüße. Nee, ich meine nicht. Die brauchten wir. Guten Hopfen brauchten wir nicht. Eberrippchen brauchten wir auch nicht. Das brauchten wir aber. Fläschchen Öl brauchten wir auch nicht. Leb wohl. Okay. Das heißt, bis auf eine Quest haben wir alles jetzt. Braucht ihr Hilfe? So. Gute Arbeit, Mensch. Bitte nehmt einen dieser Gegenstände als Bezahlung für eure harte Arbeit. Okay, das hier hat sogar 2 Willensstärke, ne? Okay. Da wollte ich, glaube ich, eigentlich den Umhang nehmen. Aber ganz ehrlich, da pfeife ich auf die 25 Rüstung. Nehme lieber die 24 Rüstung und habe Stärke und Willenskraft. Das ist doch deutlich besser. Dass ich mal auf Stats achte, ey. Ich kaufe und handle. Hm? Vorsichtig. Stimmt mit mir nicht. Eine Quest haben wir schon mal abgegeben. Ja, wie gesagt, das vergessene Erbstück. Das dauert noch. Aber vielleicht versuchen wir es gleich mal, wenn wir Stufe 14 erreicht haben. Oh, Ravenna. Ick. Ohne Scheiß, so eine Nachtelfe wäre halt eigentlich auch was gewesen, aber ich wollte halt in Wald von Elfen starten. Was kann ich für euch tun? Gut gemacht, Herr Darien. Mein Speer hat eure tapferen Taten beobachtet. Bis jetzt bewährt ihr euch recht gut. Noch 53. Eine Bande heimtückischer Plünderer der Defies ist dabei gesehen worden, wie sie die Goldküstensteinbruch Moonbrook und Alexstones Bauernhof ausplünderten. Die Volksmiliz kann ein solches Verhalten nicht hinnehmen. Macht euch unverzüglich auf den Weg, Adario, und zeigt, dass das Licht in Westfall zugegen ist. Die der Goldküstensteinbruch befindet sich in der Nähe der Küste, westlich vom Turm. Im nächsten Schritt eurer Ausbildung müsst ihr 15 dieser üblen Plünderer der Defies und 15 Ausplünderer der Defias töten. Seid vorsichtig. Okay. Hallo. Ja, wir haben deine Knotatzen. Gut gemacht, Herr Dariel. Wenn tapfere Abenteurer wie ihr selbst weiter Seite an Seite mit der Volksmiliz kämpfen, ist es durchaus möglich, dass Westfall wieder der reichen Kornkammer werden könnte, die es einmal war. Bitte nehmt dies in Anerkennung eurer unermüdlichen Anstrengungen entgegen. Ja gut, nehme ich das, aber brauchen wir halt wirklich nicht. Aber der Rüstmeister, der hat die Beutel. So. Das ist die Frage. 6 Bälte, 8 Bälte. Ich glaube, ich nehme erstmal nur den kleinen Beutel. Und das zweimal. Man sieht sich. Dann haben wir zumindest etwas mehr Platz. Und wir können dann umso mehr umso mehr verkaufen. Ich weiß nicht, ob das schlau war jetzt, aber
So ist meine Denkweise gerade. Den großen Beutel würde ich mir halt noch nicht kaufen. Aber die kleinen. Ja, Volksmiliz haben wir jetzt noch offen. Erntebehüter. Ich möchte erstmal Stufe 14 werden. Wir sind kurz vor Stufe 14. Bevor ich jetzt sage, dass wir nach Sturmwind reisen. Weil dann können wir uns da vielleicht auch dann für Stufe 14 direkt Zauber kaufen. Weil wir seit Stufe 11 ja jetzt nichts mehr an Zauber gekauft haben. Oder Stufe 10. Ich weiß nicht, Stufe 10 oder Stufe 11. Dann haben wir ein bisschen was. Und dann können wir quasi dafür sparen, dass wir uns für Stufe 17, ja, 17, dann die bessere Ausrüstung kaufen können. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Und scheiße, das ist das erste Mal, dass ich wirklich das komplette Ding durchplane, wie ich da irgendwie was mache. Weil man jetzt ja nicht so viel Geld kriegt. Also, eigentlich kriegst du ja ein Apfel und Mai. Also, ne? Du kriegst nichts. Du musst dir halt wirklich jeden Peanut da irgendwie zusammensparen. Was ich aber gut finde. Kannst du dir halt die alles sofort direkt kaufen. Das hat halt... Also, für Leute wie mich ist das halt... Ja. Das ist halt noch wirklich, wirklich spielen. Das Licht sei mit euch. Tod auf den Feldern. Gute Arbeit, meine Liebe. Ihr habt euch eure Bezahlung redlich verdient. Wer weiß, vielleicht wird Westfire wieder aufblühen. 2 Ausdauer und 2 Willensstärke. Werde ich mir auch kaufen, egal ob es jetzt eine Rüstung. Also auch holen, egal ob es jetzt eine Rüstung weniger hat. Für die Allianz. Stufe 14. Da ist er. Stufe 14. Sieht tatsächlich auch um einige schicker aus. Wie gesagt, Rüstung ist zwar weniger, fängt den Ausmaß des Schadens, den man durch körperliche Treffer erleidet. Wie viel Schaden reduziert wird, hängt von der Stufe des Angreifers ab. Schadensreduzierung bei einem Angriff der Stufe 14, 16%. Okay. Aber erhöht die Gesundheit und Mana-Regeneration. Das ist halt gut. Ich finde das sehr, sehr gut. Hallo. Ich meine, vor allem die Regeneration sollte ja eigentlich passabel sein, ne? Ihr braucht für meine berühmten Flashplatz nichts weiter als 8 Geiferzahnlebern. Hier. Die sind genau richtig. Vielen herzlichen Dank. Heute Abend werden Bauer Salian und ich königlich speisen. Und hier ist auch etwas für euch. Für eure harte Arbeit. Bei mir muss kein Magier hungern. Okay, das haben wir auch für dich. Das Okra wird die Brühe schön eindicken. Und jetzt geben wir nur noch das sehnige Geierfleisch, ein paar Murloc-Augen und diese leckeren Geiferzahnschnauzen dazu. Und fertig. Ich möchte, dass ihr für alle eure Hilfe den ersten Schwung West-2-Eintopf bekommt. Hier, nehmt. Ja gut, die anderen beiden Sachen brauche ich jetzt nicht. Aber, ey. Passt. Okay, das ist und bleibt besser. Ein Talentpunkt wieder. Und der geht wieder in... da rein. Gut, und als nächstes könnte man dann halt hier hin. Aber ich mache erstmal die obere Reihe, würde ich sagen. Oder? Dann die Abklingzeit aus Zaubers Frostnova. Das wäre natürlich geil. Abklingzeit ist halt bei 25 Sekunden. Um 2 Sekunden, das heißt auf 2 und... Nee, auf 23. 23 Sekunden. Luftfrost erhöht die Dauer eurer Kälteeffekte um 1 Sekunde und verlangsamt das Tempo des Ziels zusätzlich um 4%. Das wäre natürlich auch geil. Gewährt euren Kälteeffekten eine Chance von 5%, das Ziel 5 Sekunden lang einzufrieren. Schadensbonus eurer kritischen Treffer mit Frostzaubern um 20%. Ja, ich mache aber vor allem erstmal das hier fertig.
Das ist halt vor allem wichtig gerade. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Quest abzugeben. Handvoll Hafer. Und dann würde ich sagen, geht es nach Sturmwind. Oder, warte, nein, wir gehen zurück. Gehen dann zu Fuß. Wie sieht das denn jetzt mit Hogger aus? Hogger ist grün. Jo, wir probieren das dann gleich mit Hogger. Dann gehen wir einfach zu Fuß. Dahin. Und wir setzen hier einmal unseren Punkt. Was haltet ihr davon? Da kann man doch bestimmt auch sich hier seinen Heimatpunkt setzen, oder? So, dass ich dann nicht nach Goldhand, sondern nach da hinten hinkomme. Das wäre doch schon mal was. Voran. Oh, wir kommen echt voran. Das ist schön. Scheiße, wir sehen aber echt aus, als wenn es deutlich wärmer ist. Wobei, gut, ich frage mich. Das hier wird wahrscheinlich offen sein. Ich frage mich nur, warum. Wobei. Oh, da sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ich gucke mir tatsächlich Kleidung immer recht genau an. Muss ich einmal gucken, ob ich hier irgendwo in meinen Heimatpunkt setzen konnte. Ich meine, ich hatte da was gelesen, aber ob ich jetzt wirklich was gelesen habe oder nicht, ist die Frage. Bestfall Eintopf, kann ich da mal hinpacken. Seid gegrüßt. Ja, das einmal zum Heimatort machen. Sucht ihr was Bestimmtes? Und dann kaufen, verkaufen, 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 verkaufen. Kann ich jetzt eh noch nichts mit anfangen, weil ich nicht kochen kann. Okay. Siehe den Ehrenfreund. Damit haben wir wieder 43. Und dann benutzen wir einmal Schnellreise. Mit dem Greifenflug. Jetzt ist es so schön, wie das gerade alles funktioniert. Hi. Was kann ich für euch tun? Auch ein Flug. Auf dann. Stormwind. Und sehr schön. Oh, dieser Flug ist echt schön. Und ich liebe ja Greifen, ne? Also alle, die mich jetzt hier schon so eine Weile verfolgen, die wissen, dass ich Greifen echt über alles liebe. Greifen sind so wundervolle und vor allem schlaue Tiere. Also Fabeltiere. Ist ja leider nicht wirklich. Aber echt so wundervolle Tiere. Ich hätte gern einen in echt. Ich freue mich schon, wenn wir reiten können. Ich weiß, fliegen werden wir hier in Classic niemals. Außerhalb so. Aber ich würde so gern. Und ohne Scheiß, ich freue mich auch schon auf Burning Crusade Classic. Bin ich halt auch schon so mega drauf.
Westphal. Helfen. Bringt Zoonosis im Laden, begrenzt Immunität in Stormwind. Begrenzte Immunität. Die Frage ist jetzt, wo ist begrenzte Immunität? Sollte hier in der Altstadt sein. Ich meine, die Altstadt ist hier. Ja. Der Drahenplatz. Altstadt. Ja. Es ist die Altstadt. Geht da lang oder wir sind in der Altstadt? Nee, da geht's zur Altstadt. Kanäle. Altstadt. Okay, hier geht's zur Altstadt. Bergendistrikt. Altstadt. Altstadt. Lila. Silberschild. Irgendwo hier müsste das dann sein. Irgendwie. Hier klingen. Waffen. Klingen. Kann ich hier nicht irgendwo mal jemand fragen? Begrenzte Immunität, hier ist es. Also wirklich in der Altstadt. Hi. Braucht ihr etwas? Weiter noch Stormwind. Ihr seid gereist, ja? Seid ihr an irgendwelchen interessanten Orten gewesen? Ah, eine Notiz vom Quartiermeister Lewis. Es überrascht mich gar nicht, dass er mehr Ausrüstung braucht. Die Speerkuppe ist weit entfernt, in einem Land, das Stormwind fast vergessen hat. Ich danke euch, Herr Dariel. Ihr habt hier etwas Geld für euren Reisepass. Reisepässe. Dariel, ich habe alles, worum Lewis mich gebeten hat, in diese Kiste gepackt. Würdet ihr sie ihm bringen? Wenn ihr bereits mit Thor in Westphal gesprochen habt, dann könnt ihr einen Greif zurück zu ihm nehmen. Dunga Longdrink ist unser Greifenmeister drüben im Handelsdistrikt. Sprecht mit Dunga, dann bringt diese Kiste auf dem schnellsten Weg zu Lewis. Wir möchten nicht, dass unsere kämpfenden Männer und Frauen in Westphal ohne ohne neue Ausrüstung sind. Okay. Das haben wir jetzt auch schon mal. Die Aufgabe ignoriere ich. Dann kommt als nächstes Hogger dran. Oh, hi. Ich will auch so ein Panther, ey. Freundlich. Ich möchte auch so ein Pferd haben. Es ist aber halt echt nicht viel los hier, ne? Fertigkeiten wahrscheinlich, wenn ich mal auf einem Server, wo nichts los ist. Durchgehend nicht. Ich weiß halt nicht, wie man diesen Zauberstab benutzt. Naja, egal. Wir gehen jetzt einmal zu den Magiern. Stimmt, wir könnten uns eigentlich auch noch die restliche Ausrüstung, die uns fehlt, kaufen, aber das mache ich jetzt tatsächlich nicht. Bin ja so an sich gerade zufrieden. Wir warten einfach erstmal noch. Tatsächlich sind mir jetzt gerade die Zauber wichtiger.
Ich werde nämlich auch nur die kaufen, die wir auch wirklich brauchen. Also wo ich denke, dass wir sie brauchen. Hallöchen. Braucht ihr Hilfe? Ausbildung. Essen herbeizaubern, Stufe 12. Das ist halt Rang 1, ne? Langsamer Fall. Magie dämpfen. Okay, Arkan gucke ich gleich erstmal. Feuer gucke ich gleich auch erstmal. Frostblitz 3. Ah ne, Frostblitz 2, Entschuldigung. Ah ne, doch, Frostblitz 3. Okay, doch. Einmal ausbilden. Schönen Tag auch. Dann Frostblitz hoch. Okay. Was kann ich für euch tun? Blizzard, ab Stufe 20. Okay, ab 20 gibt es erst wieder was für Frost. Feuerball, Feuerschlag. Stufe 2. Wäre auch nicht verkehrt. Nutze ich ja relativ oft. Feuerball würde ich jetzt noch nicht verbessern wollen. Kann ich euch helfen? Weil Feuerball benutzen wir verdammt selten. Keine Intelligenz. Was ist das hier? Oh ja, das wäre eigentlich schon gar nicht verkehrt. Erhöht 30 Minuten lang die Intelligenz des die zum 7. Die zum 2. Oh ja. Das nehmen wir. Keine Explosion. Ja, das hier. Nutzen wir aber halt auch nicht. Schwächt gegen das anvisierte Gruppenmitglied gerichtete Magie ab. Bei der von Zauber zugefügte Schaden und bis zu 10% Teilzauber. Okay, langsamer Fall. Was ich so kann, langt das Falltempo. Ergänzt den leichte Feder. Essen herbeizaubern. Dasselbe Brot herbei. Acht Zimmer von uns herbei. Sekunden. 160 Punkte Gesundheit wieder her. Ja, wie viel verstärkt das? Also, wie viel verbessert das denn halt? Man kann ich doch eigentlich hier einmal nachgucken, ne? Kann. Also vorher war's. Nee. Schade. 20 Flaschen. Gibt's da einen Unterschied? Ich vermute mal, dass dann hier die Sets dann besser sind, ne? Komm, wir kaufen es einfach. Seid vorsichtig. So. Uch, nein. War unterbrochen. Oh, stimmt. Kann ich eigentlich doch einmal machen? Dann sehe ich es ja. 21 Sekunden, 243. Okay, doch, die Nahrung ist dann besser.
Oder? Nee. Ah, nee, das ist hier die... Das, was wir bekommen haben an Essen. Das ist das herbeigezauberte. Ja, 18 Sekunden zu 61, 21 Sekunden. Okay, doch, ist doch besser. Okay. Gut, sind wir fast wieder pleite. Aber... Okay. Dann geht's jetzt einmal Hogger an den Kragen. Wir haben jetzt natürlich eine ganze Stange Geld ausgegeben. Aber ist in Ordnung. Ich würde aber sagen, ich beende tatsächlich hier einmal kurz den Part. Und laufe jetzt einmal bis Hogger. Und ja, wir sehen uns schon gleich im nächsten Part wieder. Also, ciao!